Irgendwo im Bikini Bottom gibt es einen Fisch mit einem Geheimnis. Und dieses wird er mit ins Grab nehmen. The tide's coming in. Oh. Ihr seht, die Bikini Bottom Mysteries. Spaßiger Tag am Strand? Da seid ihr euch mal nicht so sicher. Denn beim Wellenreiten entdeckt ihr einen seltsamen Fisch. Auftritt von Scooter, dem beliebtesten Strandgammler mit der Vorliebe für zerrissene Hosen. You still got it, dude. Die meisten würden behaupten, dass er ein bezaubernder Fisch ist. Awesome. Aber irgendetwas stimmt nicht mit Scooter. Beweisstück A, sein Akzent. Scooter ist bekannt für seinen coolen Surfer-Akzent. Doch sobald er Schlips und Kragen trägt, ist sein Akzent verschwunden. Save it for the big brainstorming meeting. Und es geht nur noch ums Geschäft. Also Scooter, wer bist du? Ein Surfer? Oder ein Geschäftsmann? We are perfectly positioned for our marketing to be number one across the business sector. Oder vielleicht ein riesengroßer Lügner. Come on, we gotta get out of here. Aber das ist nichts im Vergleich zu Beweisstück B, der Vorfall. Lasst uns zurückgehen zu dem eigentlich ruhigen und friedlichen Leif-Erikson-Tag. It's Leif Erikson Day! Der völlig außer Kontrolle geriet, als Scooter im Sand vergraben und der Flut überlassen wurde. The tide's coming in! Oh! Wir wissen, was ihr denkt. Eine Lagune? Unter Wasser? Ja, wir haben eure Kommentare gelesen und wir kommen später darauf zurück. Aber zurück zu Scooter. Ein armer, hilfloser Fisch im Sand begraben, als die Flut ihn erreichte. Danke für nichts, Kumpelblase. Don't just stand there, dude. Doch, noch am selben Tag sahen verschiedene Augenzeugen einen Geist, der uns irgendwie bekannt vorkommt. Laut Aussagen konnte er sogar sprechen. Dude, he made me experience high time. Und dann verschwand er. Doch das war nicht das letzte Mal, dass wir Scooter zu Gesicht bekamen. Bei weitem nicht. Beweisstück C, der Untote. Selbst nach diesem Vorfall wurde Scooter überall in der Stadt gesichtet. Er mischte sich unter die lebenden Fische. Doch wenn ihr genau hinseht, könnt ihr dort paranormale Aktivitäten entdecken. In dieser Aufnahme seht ihr SpongeBob, wie er Strandbesucher einfängt. Gleichzeitig findet man Scooter gleich dreimal, jedes Mal mehr Fisch als vorher. Zuerst steht er in der Menge und isst Eis. Dann, nur ein paar Sekunden später, ist er am ganz anderen Ende ganz allein. Und nur 1,27 Sekunden später, selbst nachdem er bereits gefesselt wurde, entdeckt man ihn wieder in der Menge, als wäre er nie weg gewesen. Aber wartet. Es gibt noch mehr. I bury myself alive. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Scooter dabei zusieht, wenn Mr. Krabs im Sand verbuddelt wird? Genauso wie er damals. Und dann, nur wenige Sekunden später, ist er nicht mehr da. Vor unseren Augen verschwunden? Vielleicht ist es ihm zu nahe gegangen, dass direkt vor seinen Augen ein anderer Meeresbewohner, genau wie er, vergraben wurde. Zwei Akzente. We are perfectly positioned for our marketing to be number one across the business sector. Ein tragischer Abgang und eine paranormale Rückkehr. Wohin führt das Ganze? Don't just stand there, dude. Spukt dieser Multi-Akzent-Fisch wirklich in Bikini Bottom? Die Wahrheit ist, wir werden es nie erfahren. Trotzdem ist eines sicher. Er ist irgendwo da draußen. Es folgt ein Bikini Bottom Mystery Bonus. Die Gulagune ist der beste Platz zum Schwimmen, Surfen oder am Strand liegen. What a beautiful day. Aber wie kann es sein, dass es eine Lagune unter Wasser gibt? Vielleicht ist die Lagune aus Glibber. Vielleicht ist es eine Art von seltsamer Magie. Oder vielleicht hat die Auflösung von Salzablagerungen dazu geführt, dass diese Lagune einen höheren Salzgehalt und somit eine größere Dichte hat als der Rest des Meeres. Aktenzeichen Z, wie ziemlich clever, hä? Habt ihr etwas Verdächtiges im Meer entdeckt? Für weitere Ermittlungen, die eure Poren zum Prickeln, eure Schuppen zum Schreien und eure Flossen zum Flippen bringen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und schreibt einen Kommentar. Liken, folgen und dran denken, wem die Ananas passt, der soll darin wohnen.